Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus unserem High Security Park. Beim letzten Mal haben wir unseren ersten Bereich abgeschlossen, haben schon unseren ersten Hybriden erfolgreich untergebracht. Ich finde, der Bereich ist sehr cool geworden. Wir haben halt den Stegoceratops freigelassen. Ist auch ein sehr cooler Dinosaurier. Habe leider nicht den richtigen Skin gewählt, den ich haben wollte, aber ist auch nicht weiter schlimm. Ich finde, der Skin hier passt sehr gut zu der Umgebung im Hintergrund. Deswegen ist das sehr cool. Haben natürlich auch hier einen Triceratops und ein Stegosaurus, oh Gott, der verliert Leben. Ah, der kann schon wieder nicht trinken. Da werde ich mich gleich drum kümmern. Das müssen wir ja nicht in der Aufnahme haben. Aber wir können ja mal kurz nochmal uns das Gelände angucken. Wir haben halt nicht mehr so viel Platz. Hier oben müsste dann der Ankylodokus hinkommen. Und hier müssten dann die hybriden Fleischfresser hinkommen. Ich glaube, es sind insgesamt nur 5 Hybriden, ne? Wir können mal eben nachschauen. Genau, der Ankylodokus kommt da oben in die Ecke noch, wenn es passt. Ich hoffe. Dann haben wir den Indominus Rex, den Indoraptor und den Spinoraptor. Ja, das Problem ist, wir müssen natürlich auch die Dinosaurier unterbringen. Oder ich will es gerne so haben, dass wir auch die Dinos unterbringen, aus denen die halt, ja, gemischt wurden, sage ich mal. Klingt irgendwie komisch, gibt wahrscheinlich ein besseres Wort, aber fällt mir gar nicht ein. Spinosaurus haben wir da, Velociraptor. Dann haben wir hier Indominus Rex, den haben wir dann sowieso. Vielleicht können wir das auch so aufeinander aufbauen machen, das Gehege. Das wäre sehr cool. Ja, Velociraptor haben wir ja auch. Und Tyrannosaurus. Okay, überall steckt der Velo drin, sehe ich gerade. Das ist sehr gut. Vielleicht können wir so eine etwas größere Forschungsanstalt machen mit mehreren Velociraptoren. Das würde sich anbieten, weil der scheint ja sehr oft verwendet worden zu sein, das Genom. Und ja, ich denke mal, das ist eine coole Idee. Ich werde mich jetzt erstmal eben um unseren Triceratops kümmern und hier ein bisschen das Land glätten. Und dann würde ich sagen, bauen wir weiter. Dem Triceratops geht's wieder soweit gut. Er kann sich regenerieren. Ich habe das Wasser etwas vergrößert und habe hier schon mal vorbereitet. Und ich muss sagen, so wenig Platz ist das gar nicht. Also ich denke mal, das kommt hin. Wir haben hier hinten nämlich noch eine sehr gute Ecke, in der wir was machen können. Und das sollten wir eigentlich hinkriegen, hier den Ankylodokus unterzubringen. Ich will auch so ein bisschen mit Höhenunterschieden arbeiten. Auch wenn das jetzt gerade sehr eckig aussieht. Der Übergang, den werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen besser machen. Aber dass das so eckig aussieht, finde ich gar nicht so schlecht. Weil das ist ja alles von Menschenhand angelegt und Menschen sind ja meistens sehr, ja, eckig kann ich nicht sagen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also wenn was von Menschenhand angelegt wurde, sieht man das schon. Dann ist das nicht so random wie von der Natur. Und ja, finde ich auch gar nicht schlecht, dass es so ist. Ich werde jetzt erstmal versuchen, den Weg hier weiterzuführen. Ich weiß gar nicht, wie breit ich den mache. Ich glaube, den mache ich auch nicht so breit, ne? Das ist, glaube ich, schon zu breit. Ich denke mal, wir müssen hier nochmal ein Stück abreißen. Machen wir die nur 2 breit? Ich glaube, das reicht schon fast, ne? So, ich versuche mal. Ich würde eigentlich gerne noch näher ran. Ist auch schwer einzuschätzen. Wir könnten auch von hier anfangen. Dann den Strich ziehen. Boah, das passt sogar perfekt. Oh mein Gott, das ist ja richtig nice. Ja, hier ist jetzt doof. Hier können wir nämlich nicht mehr weiter. Na, wir können ja so einen kleinen Knick reinmachen, das finde ich gar nicht so schlecht. Hier später so eine kleine Ecke drin ist, ist jetzt nicht so verkehrt. Oh, ich weiß nicht, ob mir die Wegführung so gut gefällt. Also hier, dass der Weg hier lang läuft, finde ich gar nicht so schlecht, aber ich finde irgendwie das hier oben nicht so cool. Sieht irgendwie komisch aus. Vielleicht können wir das ja mit einer Schräge oder so ein bisschen besser regeln. Wir irgendwie hier so schräg hinbauen. Nicht, wie das aussieht. So, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Ich würde so sagen, so lassen wir das erstmal. Ja, hier wird dann wahrscheinlich auch später der Weg irgendwie zurückführen. Beziehungsweise wir könnten es auch. Das wäre eigentlich cool, wenn wir das. Ich reiß das mal ganz kurz ab. Ist ja nicht weiter schlimm, denke ich. Wenn wir den Weg so hinbekommen, dass er hier auf der anderen Seite genauso aussieht. Das wäre mega cool. Das kommt, glaube ich, jetzt ganz gut hin. Jetzt müssen wir nur noch hier die Schräge gleichmäßig zurückführen. Wenn es denn klappt. Den rechten muss ich nochmal neu machen. Obwohl. Das sieht schon ziemlich gut aus, ne? Okay, ich glaube, das finde ich cool, wenn der Hauptweg später so verläuft. Ich weiß gar nicht, ob wir dann noch irgendwas hier an Gebäuden hinmachen sollen oder ob der Weg hier wirklich noch auch in diese Richtung gehen soll. Das
Das können wir später überlegen. Aber ich finde das eigentlich schon ziemlich cool hier mit der Abkreuzung. Sieht nice aus. Ja, wir müssen natürlich jetzt überlegen, wie wir hier in unserem nächsten Bereich jetzt reinkommen. Wir könnten natürlich auch hier ein Tor machen, wo dann dieser Weg hier hinführt. Und hier hinten auch nochmal ein separates Eingangstor in dem Bereich. Also ich würde sagen, wir ziehen jetzt erstmal den Zaun. Hier könnten wir auch nochmal einen Turm machen, der in dieses Gehege schaut, ne? Wäre auch nicht schlecht. Aber den Zaun, wo ziehen wir den denn als erstes entlang? Direkt am Weg oder eher hier oben? Ich würde sagen, eher hier oben, ne? So hier ungefähr. Ich versuche mal bis hier vorne zu gehen. Bis jetzt gerade. Ist halt wichtig, dass wir jetzt immer schön parallel zu Sachen arbeiten. Da ist jetzt auch schon wieder ein Knick drin. Also das muss ich nochmal wieder besser machen. Geht nicht anders. So, ich habe mir mal eine Hilfslinie jetzt am Weg gezogen unten. Und jetzt kriege ich es auch schön gerade hin. So soll es sein. Das Gute an YouTube ist ja, ich kann ja solche Pingeligkeiten nochmal rausschneiden für euch. Dann dauert es nicht so lange. Weil ich habe hier auch nochmal ein bisschen rumgeglättet, damit das ungefähr gleichmäßig hier ist von der Erhöhung her. So, entfernen wir das mal. Wobei wir hier unten sogar noch überlegen könnten, ob wir da nicht nochmal so einen Zaun hier setzen. Wäre halt wirklich eine Überlegung wert. Ich weiß halt nicht, wie das aussehen würde. Können wir mal schauen. So. So würde das aussehen. Das ist natürlich hier uneben. Da müsste ich gleich nochmal ein bisschen überglätten. Da sieht man nämlich ganz gut, wie hogelig der hier ist. So soll es nämlich nicht sein. Aber an sich, vom Stil her, gefällt mir das schon. Ist aber eigentlich nicht notwendig, ne? Ich habe ja eigentlich nur so einen Doppelzaun beim Gehege gemacht. Also ich glaube mal, ich lasse das erstmal weg. Und dann schauen wir später, wo das Gehege ist. Und da werden wir auch wieder mit Doppelzäunen arbeiten. Aber so ist schon mal ganz gut. Dann können wir hier den Eingangsbereich machen. Den werde ich auch wieder ähnlich handhaben wie in diesem Stil hier. Ach, hier habe ich auch gar keinen Elektrozaun genommen, sehe ich gerade, ne? Also eigentlich muss ich hier auch erstmal normal mit Zaun arbeiten. Und es wäre auch cool, wenn wir dann hier nochmal ein bisschen überglätten. Ich versuche es halt hier wirklich gut zu handhaben. Bin dann immer mit dem Tool einmal hier am Rand des Weges lang gegangen. Oh, da bin ich schon ein bisschen zu weit reingekommen. Aber ganz perfekt muss es nicht sein beim Glätten. Die Glätten-Tools sind halt leider sehr ungenau bei Jurassic World Evolution, weil die einfach so riesig sind. Das ist ein bisschen doof, aber sonst passt das. Damit wir gleich noch einen Übergang machen können, wo es reingehen soll. In den Bereich hier. Das ist für ungefähr... Ich setze jetzt erstmal den Zaun, da werden wir dann später das Tor noch einsetzen. Nur damit wir hier eine ungefähre Form haben. Hier habe ich leider gerade keinen Einrasspunkt, dass es gerade wird. Aber das ist an sich auch nicht schlimm. Aber ich habe jetzt extra hier noch ein bisschen Abstand gelassen, damit wir hier nochmal überglätten können. Damit der Übergang glatt wird und gerade wird. Aber hier muss ich zum Beispiel nochmal eben drüber... Stückchen. Also Feinheiten, die kann ich auch später dann noch machen. Will, dass der Weg schon gerade ist. Hier ist auch noch überall so ein bisschen was, ne? Ihr seht das schon. Bin da halt sehr pingelig. Jetzt habe ich zu viel. Und es gibt auch kein Rückgängig hier bei Jurassic World Evolution. Und dadurch dauern solche Arbeiten immer ungemein mehr. Wenn man einen Fehler macht, muss man wieder alles ausgleichen. Aber ja, das werde ich einfach später dann überarbeiten, würde ich sagen. Solche Sachen, da kann ich ja alles rausschneiden. Dann vergeht hier nicht so viel Zeit für euch. Ich glaube, hier habe ich auch den Winkel nicht gut gemacht. Leider. Den muss ich auch nochmal eben neu machen. Am besten irgendwie einen Orientierungspunkt hier nochmal setzen. Ich weiß schon, wie wir das machen. Wir machen mal eben den Weg hier weiter. Jetzt können wir nämlich hier am Weg entlang einen Zaun ziehen. Man muss immer so machen bei Jurassic World Evolution. Das geht leider nicht anders. Man muss sich immer irgendwie Hilfslinien machen, damit man wirklich etwas hinbekommt, was gerade ist. Jetzt haben wir natürlich hier den Einrastpunkt. Das ist nicht so nice. So ungefähr. Und so. Dann wäre hier die Linie. Und eigentlich reicht das schon von der Höhe. Also ich würde fast sagen, dass wir dann das wegmachen. Und dann bis hier hingehen. Und hier dann die Schräge. Hier könnten wir eigentlich sogar noch ein Stück zurückgehen, fast. Damit das hier auch gerade ist. Ja,
halt so, glaube ich, ganz gut finden. Jo, das sieht gut aus. Genau, jetzt haben wir es nämlich hier schön gerade gemacht. Also wenn man es so macht, dann bekommt man es auch immer hin. Man muss sich halt immer diese Hilfslinien setzen und dann passt das eigentlich. Ja, als nächstes können wir eigentlich schon das Tor einsetzen, aber ich verbinde mal kurz hier wieder die Sachen, damit meine Gebäude auch in Betrieb sind. So, dann können wir hier nämlich wieder noch weiterziehen. Und dann geht's dann schon in Grau über? Ah ne, das geht erst ab der Linie in Grau über. Ich muss halt auch immer den Stil beibehalten, den ich woanders verwendet habe. Das heißt, wir bauen jetzt ein Tor und bis zu dem Eingang wird es dann wirklich dieser hellgraue Weg und dann geht es zum dunkelgrauen über. Und jetzt die Frage, wie machen wir das hier mit dem Tor? Da werde ich dann später auch noch viel überglätten. Ich glaube, ich werde das Tor wirklich in einem ähnlichen Stil bauen wie hier. So. Genau, wir müssen den Eingang auf jeden Fall ein bisschen anders machen. Weil wir haben einfach nicht den Platz dafür hier an der Stelle. Wir können jetzt ja wieder die Hilfslinien hier anmachen. Ich hätte jetzt gesagt, wir bauen wieder bis hier vorne, aber wir machen jetzt mal nur bis zu dem Strich. Kann man denn dann hier noch... Wir können das sogar mal so schräg machen, hoffentlich. Ein bisschen Variation drin zu haben, ist ja auch nicht verkehrt. Dann machen wir auch hier bis zu dem Strich. Oh, jetzt kriege ich aber hier das schon wieder nicht gleichmäßig hin. Da müssen wir dann nochmal eben bei. Das heißt, wie habe ich das denn hier gemacht? Genau, einmal die kürzeste Distanz und dann habe ich da nämlich einen Einrasspunkt. Ja, das, die Zaunarbeiten in Jurassic World Evolution sind schon so eine Kunst für sich, ne? Also man merkt schon, da kann man wirklich studieren, bis man das verstanden hat. So, das reicht eigentlich schon fast für so einen kleinen Eingangsbereich. Machen wir hier vorne noch hier ein Stück Zaun nach vor. Wieso geht das jetzt nicht? Das wäre frech. Ja, ist auch immer sehr hilfreich, wenn es nicht klappt, einfach von der anderen Seite den Zaun zu ziehen. Klappt dann meistens. So, aber eigentlich sieht das gar nicht schlecht aus hier. Dann machen wir hier nochmal den Zaun vernünftig. Und dann haben wir eigentlich schon unseren ersten Eingangsbereich fertig. Falscher Zaun. So. Und hier logischerweise auch weg. Und hier führen wir dann nochmal ein Stück in den Wald. Viel mehr müssen wir da eigentlich gar nicht machen auf dieser Seite. Wobei wir eventuell den Zaun hier... Wir könnten den auch verbinden hier, ne? Also hier könnten wir noch eine Verbindung schaffen. Und vielleicht ziehen wir den Zaun wirklich noch hier einmal rum. Damit es wirklich alles ein bisschen sicherer ist. Ich glätte jetzt mal hier einmal über. Mal sehen, wie das aussieht. Seht ihr, jetzt ist er schon mal nicht mehr so steil. Hier vorne in unserem Eingangsbereich könnten wir eigentlich schon wieder einen Turm platzieren. Der das Ganze so ein bisschen überwacht hier. Nicht in die Mauer. Natürlich hier, hier hinter die Mauer. Ja, das jetzt auch erstmal möglichst gerade hinkriegen. Ich denke mal, ich mache den so. Das ist doch ganz nice. Und dann können wir hier den Weg weiterführen. Hier wird es dann der dunkelgraue Weg werden. Ich hoffe, das klappt jetzt so. Ja, sieht gut aus. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass wir leider nicht so viel schaffen in der Folge, wie ich mir eigentlich vorgenommen hatte, weil ich mich schon wieder zu sehr mit irgendwelchen Sachen aufhalte. Aber, na, so ist es halt, ne? Wir haben ja alle Zeit der Welt. Dann kommen halt ein paar mehr Folgen bei dem Projekt rum. Ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Das Projekt ist sehr beliebt bei euch. Das freut mich sehr. Und macht mir auch sehr viel Spaß. Ich habe ja schon gesagt, ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß in Jurassic World Evolution. Aber es ist auch ein cooles Bauprojekt, was ihr da ausgewählt habt. Muss man einfach sagen. So, perfekt. Genau, und dann kann man irgendwie erstmal das Ganze so gestalten. Schauen wir mal, wie es dann später wird. Hier füllen wir mal die Wegfläche aus. Sehr schön. Und zack. Perfekt. Dann haben wir den Eingangsbereich in unseren anderen Park. Hier muss ich auch nochmal so ein paar Glättungsarbeiten machen, aber das mache ich, denke ich mal, alles ganz zum Schluss, wenn der Bereich soweit fertig ist, weil dann ist das alles einfacher. Aber sieht doch schon ziemlich, ziemlich gut aus. Vielleicht können wir dann hier an die Ecke so ein Gebäude machen oder sowas. Aber ich glaube, ich werde erstmal hier hinten ein bisschen weiterarbeiten.
Also ich denke mal, ich werde den Zaun hier weiterziehen und mal schauen, wie ich das hier handhabe. Ich würde eigentlich gerne in diese Ecke hier hinten unsere beiden Nicht-Hybriden hin platzieren. Das wäre ziemlich cool. Das sind ja einmal der Ankylosaurus und der Diplodocus. Und die brauchen, beziehungsweise der Diplodocus braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Ich will das auch gar nicht unbedingt gerade handhaben. Aber ich werde das so versuchen, ein bisschen schräg zu machen. Könnten natürlich auch versuchen, in dieser Schräge zu... Oh, das wäre, glaube ich, cool, wenn wir das machen. Gucken, ob wir hier Einrastpunkte hinbekommen für uns. Okay, ich denke mal, ich mache das für den Ankylosaurus ein bisschen kleiner dahinter. Und hier mache ich einfach für den Diplodocus das Ganze ein bisschen größer. Machen wir hier bis zum dritten Strich, reicht das? Dann haben wir so ein längliches Gehege. Machen wir hier bis zu dem Strich. Hat der Diplodocus ein bisschen mehr Platz. Weil ich hier noch ein Stückchen zurückgehe, damit ich da hinten genug Platz habe. So. So. Dreieinhalbten Strich. Einhalbten. So. Sehr gut. Und dann haben wir hier unser Diplodocus-Gehege. Dann könnten wir hier hinter versuchen, noch unser Ankylosaurus-Gehege unterzubringen. Boah, das wird ganz schön knapp, ne? Ich glaube, ich habe das echt falsch bemessen. Na, im Prinzip muss es ja nur so groß wieder sein. Das habe ich ja beim anderen, glaube ich, auch gemacht, ne? Drei Striche, kommt das hin? Also, dass wir so ein Viereck haben, kommt das hin? Ne, das ist größer hier. Ja, da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Das Ganze muss noch ein bisschen weiter nach links rüber. Und ja, damit wir nicht so nah an der Mauer hier sind. So, ich mache mal bis zum vierten Strich. Dann sollte das eigentlich reichen. 1, 2, 3, 4. Perfekt, dann sind wir auch nicht ganz so nah an der Mauer dran. So soll es sein. Machen wir das mal weg. Und dann ist auf jeden Fall genug Platz. Ich glaube, dann hat der Ankylosaurus sogar mehr Platz als die anderen beiden. Der Stegosaurus und der Triceratops. Kannst schwer einschätzen, ne? Wobei, der Kasten hier kommt schon von der Größe ungefähr gleich hin, denke ich mal. Ja, wir tauschen natürlich den Zaun auch noch gegen so einen anderen Zaun aus. Ich weiß nicht, ob wir die in dieser Folge noch freilassen können, die Saurier. Aber wahrscheinlich eher nicht. Finde ich sehr, sehr schade. Ich habe mir eigentlich mehr vorgenommen für diese Folge. Aber ich will auch nicht, dass die zu lang wird. Wenn ich einfach immer zu lang brauche. Liegt einfach daran, dass ich so pingelig bin. Wir müssen jetzt hier eigentlich nochmal so einen Eingangsbereich machen. Hier hinten in dem Bereich. Eigentlich wäre es cool, wenn wir hier den Bereich dann jetzt gleich gestalten würden wie hier vorne. Aber das ist halt auch platztechnisch sehr, sehr schwierig. Ich mache mal den Weg hier erstmal ein Stück weiter. Und schauen wir mal, ob wir das noch hinbekommen. Es wird schon alles sehr, sehr eng, ne? Aber ich glaube, wir regeln das schon ganz cool. Wenn wir hier die beiden Saurier haben, haben wir hier richtig viel Platz für unseren Hybriden. Das wird ziemlich nice. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal hier einen Eingangsbereich und dann gucken wir, wie wir das Ganze handhaben. Kann ich nämlich jetzt noch nicht sagen. Jetzt haben wir hier wieder keinen Einrastpunkt. Kann ich wieder hier nur frei Schnauze rübergehen. Aber gut. Ich habe es direkt schief gemacht, ne? Seht ihr das? Ist schon direkt weiter links. Das ist halt echt super, super schwierig, wenn man hier sich nicht vorher die Einrastpunkte setzt, damit das gleichmäßig ist. Man muss halt wirklich immer erst eine Linie durchziehen. Dann hier nochmal ein Stück machen. Dann kann man das hier entfernen. Und jetzt kann ich erst den Weg ziehen, weil dann habe ich auf der anderen Seite des Wegs wenigstens einen Einrastpunkt. So, wir ziehen natürlich den Weg erstmal ein Stückchen länger. Okay, sehr gut. Und jetzt können wir nämlich von hier aus in einer geraden Linie schön dicht an das Tor gehen. Und dann passt das auch. So, im Prinzip ist aber der Zaun geht dann... Also wir müssen hier sowieso einen anderen Eingangsbereich planen, weil hier kommt ja auch der Zaun dann nochmal gerade hier rein. Ja, hier muss ich nachher wieder überglätten, aber das ist ja, können wir alles später machen. So, das heißt, wir müssen hier sowieso uns einen anderen Eingang überlegen. Ich weiß jetzt nicht, was man hier noch hinmachen könnte. So rein theoretisch könnte ich hier halt echt noch ein Gebäude zwischenmachen und dann würde das eigentlich passen. Dann könnte ich hinter dem Gebäude, entweder ziehe ich dann den Zaun so oder halt so. Und dann könnten wir hier noch ein Gebäude machen, hier vielleicht noch eins. Vielleicht finden wir ein kleines Gebäude, was hier zwischenpasst. Wir können zur Not auch den Zaun noch ein bisschen weiter nach links verlegen, wenn das nicht passen sollte. Und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Aber hier gibt es keine kleinen Gebäude, oder? Außer sowas. So klein ist das gar nicht. Nicht gerade. Okay. Das ist natürlich schon mal problematisch.
Oh, das müssen wir auch noch unterbringen, das Ding. Aber das kriegen wir hier auf keinen Fall hin. Ah, das ist noch ziemlich cool, das Gebäude, ne? Das sieht schon sehr nach High Security aus. Passt hier aber leider auch nicht hin. Könnte natürlich auch einen Bunker versuchen. Hier so einen Schutzbunker noch zwischenquetschen. Meint ihr, das könnte aussehen? Könnten es versuchen. Dann müssten wir nur den Zaun hier nochmal entfernen. Ich habe den Weg nochmal entfernt. Wir müssen nämlich jetzt einmal hier den dunkelgrauen Weg dann entlang führen. Ich fange am besten möglichst weit hinten an. Und dann kriegen wir den Weg auf jeden Fall gerade hin. Ihr seht schon hier, ne? Vielleicht müssen wir das Ganze noch ein bisschen weiter nach links gleich verlegen. Weil es einfach vom Platz her sehr eng jetzt wird. Weil ich halt jetzt hier noch den Schutzbunker untergebracht habe. Ich hoffe, wir kriegen den Weg jetzt noch hin, sonst muss ich den Bunker nochmal abreißen. Ah, das geht aber. So passt es. Was ist das denn jetzt gerade? Ne, das ist schräg, ne? Ich glaube, wir müssen halt echt den Bunker nochmal abreißen. Eieiei. Genau. Ich wollte es natürlich gerade haben. Nee, passt es auch nicht. Meine Güte. Wenn man hier alles beachten muss, ne? Kein Wunder, dass das alles so lange dauert. So, ich habe den Bunker jetzt eingesetzt. Sollte jetzt hier alles passen vom Zaun her. Ich ziehe jetzt mal hier den Zaun nochmal hier ran. Also das mit den Höhen dürft ihr jetzt hier gerade noch gar nicht beachten. Es wird alles noch besser. Vielleicht können wir dann einfach so machen. Hier so eine kleine Ecke rein. Ist das hier mal so ein anderer Eingangsbereich? Der ist natürlich jetzt hier nicht so krass. Aber eigentlich geht das so, ne? Vielleicht können wir hier trotzdem noch irgendwie einen Turm oder sowas hinmachen. Ich glaube, diese Gehege muss ich halt wirklich noch ein Stückchen weiter nach hinten verlegen. Das geht gar nicht anders. Und dann können wir hier so ein bisschen die Wegfläche machen. Ich habe das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen nach hinten gelegt. Und sollte jetzt passen. Könnt noch überlegen, hier nochmal einen Turm hinzumachen. Ich weiß aber nicht, ob das Sinn macht. Wir dürfen das natürlich auch alles nicht zu sehr voll klatschen. Aber dann hätte man schon mal einen Turm, der hier die überwacht. Das könnte man sogar tatsächlich versuchen. Ich weiß nur nicht, ob das zu krass aussieht. Man könnte natürlich auch hier den Turm später irgendwie nach oben platziert machen. Ich will es jetzt auch nicht zu sehr voll bauen hier. Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Hier Turm hin oder nicht? Könnten es mal ausprobieren. Ich platziere den mal so. Ich hoffe halt, das sieht dann später nicht zu sehr vollgekleistert aus. Wir werden jetzt aber wieder ganz viel mit Wegfläche arbeiten. Ist hier wirklich bauen auf engstem Raum gerade. Ein bisschen. Wir sind jetzt auch sehr nah am Parkrand. Das heißt, wir könnten... Ich mache so. Dann die Wegfläche. Hier könnten wir auch mal noch so ein Stückchen freilassen. Oder sollen wir hier überall Wegfläche hinmachen? Selbst hier hätte sogar noch ein Turm hingekonnt, ne? Na, die Türme, die passen eigentlich immer ganz gut überall hin. Aber ich denke mal, ich werde das einfach alles asphaltieren. Versuche mal hier im gleichen Abstand zu bleiben. Hier auf der anderen Seite auch, damit das gleichmäßig aussieht. Das könnte passen. Was ich mich auch gefragt habe. Das können wir auch nochmal versuchen. Nee. Ob man hier das Stück... Oder? Nee, leider nicht. Ob man das Stück noch ausmalen könnte. Habe ich mir schon gedacht, dass das nicht gehen wird. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Ja, wir wollen ja auch, dass sehr viel asphaltiert ist. Also an sich ist es nicht schlimm. Wenn der ganz viel vollgekleistert ist. Soll ja auch so aussehen. Aber man muss halt auch so ein paar grüne Flächen lassen. Ansonsten wird das, glaube ich, too much. Aber wir können ja erstmal hier Wegfläche ziehen. Und dann gucken wir uns das Ganze an. Ich meine, entfernen kann man es immer noch. So, ich habe alles wieder hinbekommen. War jetzt ganz schön viel Arbeit. Aber ja, mal gucken, ob es sich überhaupt lohnt. Ob ich den Turm überhaupt stehen lasse. Na, wir wollen es gleich mal in voller Pracht sehen. Muss ich hier noch die Schräge hinkriegen. Wird auch nochmal schwierig werden, wenn ich die vernünftig machen möchte. Einfach weil wir hier keinen Platz haben, um uns vernünftige Einrastpunkte zu setzen. Aber ich gucke jetzt erstmal, ob mir der Turm überhaupt gefällt hier. Uff. Okay, ich glaube, das ist wirklich zu viel, der Turm. Direkt neben dem anderen hier. Ich glaube, das hätte ich mir alle sparen können, die Arbeit. Ja, wir warten mal, bis der Bunker fertig ist und dann gucken wir mal. Also von der Wegfläche her finde ich das hier ziemlich cool. Aber ich glaube, hier hätte man einfach den Turm weglassen sollen. Und vielleicht einfach mal hier einen Bereich lassen, der einfach grün bleibt. So eine kleine Grünfläche kann ja auch nicht schaden. So, Bunker, mach mal hin, damit wir das sehen jetzt. Das wäre super. Ja, also der Turm ist mir wirklich zu viel.
Alles umsonst, RIP. Naja, so ist das halt, ne? Bisschen anders handhaben. Vielleicht könnte ich auch den Bunker anders unterbringen hier. Vielleicht so querstellen oder so. Und dann hier den Eingangsbereich nochmal etwas anders gestalten. Ja, auch eine Maßnahme, ne? Ich könnte halt diesen Bunker dann anders setzen. Zum Beispiel hier hin. Machen wir mal so. Und jetzt könnte man überlegen. Jetzt habe ich hier vorne. Ah, das ist jetzt erstmal egal. Obwohl, ne, bevor ich es vergesse. Hier habe ich nämlich jetzt nochmal so einen Balken zwischen. Der muss weg. So, perfekt. Und jetzt könnte man überlegen, ob man hier den Zaun doch nochmal anders handhabt. Dass man so macht. Jetzt wird es hier wieder schwierig. So. Und so. Perfekt. Und jetzt hätten wir dann hier so eine Grünfläche. Ich weiß nicht, was man da hinmachen könnte. Ich weiß nicht, ob das doof aussieht, wenn da einfach so eine Grünfläche ist. Wir könnten da auch später einfach einen Baum oder so hinsetzen. Das würde halt auch gehen. Ist aber halt auch nicht mega elegant, ne? So und so. Das ist halt echt hier irgendwie das Stück hier. Ich weiß nicht, was da hin soll. Könnte halt einfach einen Stein oder irgendwas hinmachen. Oder das Ganze hier halt noch anders gestalten. Ey, ihr könnt ja mal Ideen in die Kommentare schreiben, würde ich sagen, wie wir das hier gestalten. Weil diese Ecke tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer mit. Und ich muss echt sagen, wir haben diese Folge unterwältigend viel geschafft. Also wir haben viel weniger geschafft, als ich mir vorgenommen habe. Aber ich muss jetzt leider gleich los zur Arbeit. Deswegen kann ich nicht weiter aufnehmen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Helft mir auf jeden Fall, wie ihr das hier gestalten würdet. Ja, weil irgendwie gefällt mir das noch alles nicht so richtig. Man könnte auch eigentlich. Wartet mal, bevor ich jetzt beende. Ich hatte gerade noch eine Idee. Das muss ich nochmal eben machen. Man könnte halt auch eigentlich den Zaun hier von hier einfach durchziehen. Und dann könnte man gucken, wie man das hier anders gestaltet. Ich glaube, das würde fast besser aussehen. Wir könnten auch einfach so einen Doppelzaun machen. Haben wir zwar auch so einen Kasten da drin. Vielleicht könnten wir. Okay, Leute, sorry. Ich wollte jetzt schon die Folge beenden. Aber ich kriege gerade Ideen. Vielleicht kriegen wir das hier noch gelöst. Könnten natürlich auch mit Wegflächen das dann noch schöner gestalten. Oh Gott, ich habe eigentlich nicht mehr so viel Zeit, aber ich muss. An dem Bunker kann man nicht so nah ranbauen. Doof. Okay, der Bunker war eins der Gebäude, wo man ganz schwer rankommt. Ach ja. Ach mein Gott. Ich glaube, das wird doch nichts mehr, diese Folge. Ja, Leute, ich lasse es erstmal so. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das hier gestalten würdet. Vielleicht habt ihr Tipps für mich. Ich muss jetzt leider los. Ich würde jetzt gerne weitermachen, weil ich hier gerne eine Lösung für finden würde. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.